Hey Leute, Kurotaki wieder am Start. Bevor das Video startet, möchte ich kurz eine Sache erwähnen. Ihr könnt sehen, meine CC sind ein bisschen gesunken. Ganz einfach, ich habe wieder eine Rotation gemacht bei dem neuen Banner, den wir halt hier gerade haben. Also mit Goku, Freezer, Jiren und so weiter. Einfach nur, weil mir mega langweilig war bei der Arbeit. Ich muss es sagen, so wie es ist. Ich hatte einfach auch Bock zu pullen. Und habe sogar wieder Goku, Freezer mal bekommen. Und dieses Mal sogar den Piraten bekommen, den ich nicht hatte. Viel mehr gibt es jetzt eigentlich zu dem Thema auch nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir machen direkt mit den LBR Games weiter. Für die restlichen LBR Games wird das hier mein Team sein. Hier sind die Equipments, falls ihr sie sehen wollt. Die sind eigentlich auch ziemlich stabil. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Das hier ist der erste Gegner für das heutige Video. Und ich muss auf jeden Fall auf seinen Jiren aufpassen. 10 Sterne, der wird schon ein bisschen wehtun. Da muss ich wirklich vorsichtig damit umgehen. Aber sonst sollte das Ganze eigentlich eh machbar sein. Ich beginne hier. Ich denke. Ja, doch, ich beginne hier mit Goku am besten. Mit Hit ist es ein bisschen zu gefährlich, würde ich jetzt sagen. Let's go. Okay, er beginnt auch mit seinem Goku. Perfekt, direkt einen Special Move dabei. Okay, Wechsel zu Hit. Ich mache hier direkt einen Special Move hinterher. Er wird höchstwahrscheinlich eben mit C17 reinkommen. Und dann kann ich direkt zur Farbe. Hä? Wieso? Was? Ja, GG's. Er. Okay. Ich check's nicht. Ich check's auch nicht wirklich. Warum? Ich hatte so ein unnötiges Risiko jetzt gemacht. Aber ja, okay. Okay, ich hoffe, die Green Card war jetzt nicht zu. Warte, es geht. Ja, doch, doch, soll sich auskennen. Ja, passt. Okay, direkt mit Green Card hier rein. Eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Kann ich hier noch zu Freezer wechseln? Ja, doch, kann ich. Perfekt, ich ziehe sehr viele Karten. Sehr schön. Okay, jetzt wechseln wir hier zu Freezer. Der Damage sollte jetzt ziemlich nice sein. Ja, der passt. Keine Ahnung, der Gegner hat das Game schon gefroht. Ich meine, da gibt es nichts anderes zu sagen. Gegner hat das Game schon gefroht halt. Hat er schon aufgegeben? Irgendwie macht er nichts. Okay, jetzt vielleicht. Ja. GG's. GG's, würde ich sagen. Der nächste Gegner hier hat auf jeden Fall ein schlechteres Team, würde ich sagen. Somit kann ich hier 1 zu 1 wieder mit Goku beginnen. Sollte schon passen. Okay, er spielt mit Ultra-Instinkt, wie man sehen kann. Das hat er wirklich sehr gut gemacht, muss ich schon sagen. Okay, hier hätte er eigentlich ausweichen sollen. Jetzt kriege ich mein Vanish wieder zurück. Somit ist das eigentlich hier ziemlich gut für mich. Das war sehr schlecht. Also von seiner Seite aus. Hier wieder ausweichen. Perfekt. Okay, jetzt wechsle ich logischerweise zu Freezer. Er wird höchstwahrscheinlich jetzt zu Kawai wechseln. Hä? Okay, ja, kann man auch machen. Ich mache hier mal einen Combo Drop. Das hätte eigentlich ein. Ist schon okay. Ja, toll. Natürlich hat es ein bisschen geleckt. Ich konnte nicht zu Hit wechseln. Sonst hätte ich jetzt mit Hits ein. Toll. Warte, was? Nice Alex auf jeden Fall. Lässt mich nicht mal auswechseln. Sehr auswechseln. Ausweichen, meine ich. Okay, ich sollte es eigentlich eh schaffen, ihn direkt Tap-Attacks zu verpassen. Somit, ja genau, kann er ihn nicht angreifen. Das passt. Okay, machen wir eine Green Card. Schauen wir, ob er gleich wechselt. Na, macht er nicht. Sehr schön. Mann, nerv nicht. Okay, wenn er hier nicht zu Freezer wechselt, schauen wir kurz. Perfekt. Kann ich mit Hit reinkommen, Special Move hinterher. Und ich denke, hier wird jetzt Kawai reinkommen und diese wird alles tanken. Alles andere würde keinen Sinn machen. Aber ich glaube, sie wird drauf gehen. Oh ja, komm, was heißt ich glaube? Natürlich geht's hier drauf. Und GG's. Times gefunden, Hit ist einfach so stark. Was willst du machen, ehrlich? Also so einen sinnlosen Strike-Attack dagegen zu machen, ist komplett dumm. So muss man sagen, so wie es ist. Ich muss hier nicht mal die Ultimate raushauen. Vom Damage her sollte das easy reichen. Perfekt. Jetzt bleibt nur sein Ultra-Instinkt. Ach komm, wieso? Ich glaube, er greift direkt wieder an. Ja, es war klar. Ich werde jetzt kein LF oder so versuchen zu machen, weil ich habe echt keinen Bock, diese ganz übertrieben lange Animation zu sehen. Einfach noch ein Strike Attack, dann sollte es auf jeden Fall reichen. Somit ist das zweite Game auch vorbei und wir gehen direkt zum dritten Game über. GG's. Der nächste Gegner hier hat eigentlich jetzt nicht unbedingt ein viel besseres Team. Ich bin echt nicht davon überzeugt, dass er diesen Goku hier mitnehmen wird, weil der ist übertrieben schlecht. Klar, er hat einen Revive. Aber der Typ geht eben mit einem einzigen Special Move, manchmal sogar mit ein, zwei Strike Attacks instant down. Somit ist der Revive auch nicht so sinnvoll. Dieses Mal beginne ich hier mit Hit, weil ich glaube nicht, dass er mit C17 beginnen wird. Eine Sache habe ich gar nicht gemerkt. Er hat einen Jiren, der ist 14 Sterne. Ach komm, nerv nicht. Wer beginnt denn mit Blast Attack? Wow, der macht guten Damage. Ja, ich wechsle hier.
14 Sterne Jiren hat er, nicht schlecht. Und er spielt, ihr könnt schon sehen, ein Endurance, zwei Endurance und ein Revive-Charakter. Perfekt, sehr schön. Ich muss hier einen Combo-Drop riskieren. Sehr schön, sehr schön. Das war gerade sehr wichtig. Und das war sehr schlecht von ihm. Weil jetzt kommt Hit rein. Strike Attack und Special Move. Und Goku hat schon seinen Revive verloren. Deshalb mag ich den Goku absolut gar nicht. Der Typ überlebt einfach gar nichts. Schaut euch das an. Da, zack, sein Revive ist schon mal draußen. Das war's. Und original ein weiterer Special Move wird benötigt, damit Ultra Instinct jetzt auch noch drauf geht. Also, keine Ahnung, ich mag den Char nicht. Und ich habe sogar einen Special Move bekommen. Ich habe es nicht gemerkt. Oh, es war so ein... es war so dumm von mir. Okay, ich hoffe, Freezer kriegt genug Ki. Kriegt er. Er bleibt mit Jiren auf dem Feld. Ist ja logisch. Er wird hier einiges an Leben übrig haben. War klar. Mann, komm, nerv nicht. Okay, Special Move nochmal hier. Jetzt kommt der 17 rein. Dann kann ich zu Kawaii wechseln. Werde sogar eine Green Card ready haben. Warte, was? Ja, das... Das war gut von ihm. Muss ich zugeben, das war gut von ihm. Aber dass er gerade sein Ultra-Instinkt einfach so gewastet hat? Okay. Machen wir hier einfach den Wechsel. Ziemlich komisch, keine Ahnung. Dieser Ultra-Instinkt einfach weg. Der hat echt gar nichts im Spiel jetzt gemacht eigentlich. Wie viel Damage soll das eigentlich sein? Er ist 14 Sterne, darf ich nicht unterschätzen. Yo, okay. Ist doch mehr Damage als erwartet. Ich muss aufpassen, wenn hier ein Special Move hat, ist GG's, wenn ich einfach so nichts mache. Okay. Du nervst so! Ich wünsche, Kawaii hätte einen Blast-Cover. Okay, weißt du was? Ich muss hier aufpassen. Hier kommt sicher der Rising Rush jetzt von ihm. Oder die Ultimate. Er würde sogar typneutral sein. Er droppt Combo und ich check's nicht. Ich froh wieder. Okay, komm, kurz aufpassen. Mann, wie kann ich wieder so sinnlos frohen, Mann? Wie schaffe ich das wieder? Okay. Das... Ja, ich frohe doch um einiges mehr als erwartet. Das war sehr schlecht von ihm. Das war wirklich sehr, sehr schlecht von ihm. Okay, Jiren, ich hoffe, du hast einen Strike-Cover. Ich habe vergessen, was für ein Cover-Change du hast. Mir würde es jetzt gar nicht gefallen, wenn du meinen Blast-Count hast. Okay. Oh, sehr schön. Das Switch war sehr wichtig. Okay, Jiren ist auch down. Sein Rising Rush. Also, er hat keinen Rising Rush, hat keine Ultimate, aber nur mit 20 Zeiteinheiten. Und eigentlich habe ich hier viel mehr Damage als er. Aber ich will es trotzdem nicht riskieren. Ich will auf jeden Fall es direkt so machen, dass er down geht. Ich will es nicht gleich angreifen. Ich hätte gleich angreifen sollen. RIP. Oh, warte mal. Stimmt. Ich habe vollkommen vergessen, wie wenig Leben er hat. Das war viel zu riskant von seiner Seite aus. Egal. GG's, würde ich sagen. Das hier verstehe ich gerade irgendwie absolut gar nicht. Ich habe gerade, glaube ich, 6 Wins. Ich will euch jetzt nicht anlügen. Ja, 6 Wins. Und der Gegner hier hat vielleicht sogar nur ein Win, vielleicht sogar 2. Und das war es dann auch schon. Komisch, dass ich jetzt irgendwie so mit ihm gematcht werde. Ich nehme es an. Ich beginne hier mit Jiren, würde ich sagen. Let's go. Okay, er beginnt mit Ultra Instinct. Ich habe eine Idee. Es hat gerade absolut nichts funktioniert, was ich eigentlich vorhatte. Aber was soll's. Meine Idee war es eigentlich, zu Goku wechseln, instant die Green Card zu machen. Was wurde draus? Ich mache die Green Card mit Hit, dann wechsle ich so zu Goku. Sehr gut auf jeden Fall, sehr gut. Jawohl, geht doch. Boah, das wird so guter Damage sein. Ich hoffe, er wechselt jetzt sofort zu Jiren. Schade. Jetzt aber, dann kriege ich meinen Special Move. Perfekt. Und direkt hinterher und Jiren ist, glaube ich, down. Ich glaube, es überlebt er nicht. Ja, oh, es kritisiert auch noch. Jiren ist weg. Ich muss hier nicht mal wechseln. Ich bleibe einfach mit Freeze auf dem Feld. Ja, nice, GG's. Was? Ich ziehe keine Karte? Ach so, meine. Ich habe nicht gesehen, dass ich einen Debuff habe. Okay, ist auch down. Ich denke, jetzt wird er eh gleich aufgeben, weil was will er denn hier noch groß machen, weiß? Natürlich werden meine Karten zerstört. Ja, ist eigentlich eh schon vorbei. Ich werde hier zu Kawaii wechseln. Er wird höchstwahrscheinlich jetzt auch zu Goku wieder zurückwechseln können. Nach dem Angriff sollte es eigentlich soweit sein. Ich glaube, ich sehe schon seinen 5. Angriff. Wechseln. Ja, und jetzt wechseln wir jetzt. Was für Rising Rush! Jetzt habe ich direkt Hit geopfert. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, er müsste einen Special Move haben, weil ich habe jetzt zu Kawaii... Ja, doch, er hat einen Special Move.
Als ich zu Kawhi gewechselt habe, hat er mit seinem Freeze einen Special Move bekommen. Und hier ist er auch. Leider. Ja, komm, leider nicht erraten. Egal, ist nicht so schlimm. Absolut nicht schlimm. Okay. Und das war's. GG's. Bin ich hier wirklich gezwungen, einen LF zu machen? Schauen wir mal. Wer, das war ein Combo-Drop. Na, passt schon. Plastik reicht vollkommen aus. GG's. Ich glaube, das ist der erste Gegner für heute, der ein ziemlich stabiles Team hat. 12 Sterne Jiren, 12 Sterne Kawhi, 7 Sterne Goku Freezer. Hier muss ich wirklich, ja, es ist so wie es ist, sehr gut aufpassen. Seine Bench-Charaktere sind auch nicht mal so schlecht. Es könnte echt sein, dass das Stand jetzt mein schwerstes Game hier wird. Ich beginne mit Hit hier zur Sicherheit. Fangen wir an. Er beginnt, wie man sehen kann, mit Kawhi. Hier muss ich aufpassen, dass, ja, toll, direkt geht's? Ha, hat sich ein bisschen aufgehängt gerade, wie ich sehen kann. Ja, bei mir, es hängt gerade extrem alles. Ich weiß nicht, wieso. Okay, wartet kurz. Ich versuche mal, das wieder herzustellen. Aber das Problem ist, ich bin gerade die ganze Zeit im Spiel. Das nervt gerade. Ah, ich kann gerade nicht. Warte, ich muss es... Sorry, Leute, sorry. Ich versuche nur kurz in eine Combo zu kommen. Schauen, ob es jetzt geht. Okay, ich habe es geschafft, kurz auszuschalten. Kein Stress, okay? Kein Stress. Technische Schwierigkeiten gehören immer dazu. Okay, einmal das. Okay, ich hab's gleich. Kein Stress. Vielleicht kann ich euch... Ja, ich glaube, es wäre das Beste, was ich machen kann. Okay, ich weiß sogar, was ich machen könnte, aber warte noch kurz. Jetzt wieder probieren. Okay, es kann sein, dass ich euch einfach die Wiederholung dann zeigen werde. Na, es geht wieder, oder? Okay, es geht wieder. Sorry für die technischen Schwierigkeiten. Ich weiß selber nicht, warum das passiert ist, aber solche Sachen kommen halt vor. Nice, sehr schön. Warte, hat er gerade zu dem... Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich mache hier die Green Card, damit es ein schöner Combo-Drop ist. Dann mache ich einen Strike Attack. Hey, er hat nicht gewechselt? Okay, passt. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob er hier zu Goku... Nein, er kann nicht zu Goku wechseln. Sehr schön. Schau, ich bin... Ich weiß gerade selber nicht, was alles benutzt wurde, was nicht. Wer geswitcht hat, wer nicht. Ich bin nur froh, dass ein Jiren hier down ist und das war's dann auch schon. Oh, sehr schön von ihm hier Delay zu... Warte, was? Was machst du? Ey, ich check gar nicht was ab. Ah, hab keinen Bock mehr. Warte mal, ist das gerade ein Bot? Nein, ist kein Bot, oder? Hey, ehrlich, ich hab grad keine Ahnung, was abgeht. Ich kann... Es ist so, wie es ist. Ist das gerade ein... Ist das Gegner zu einem Bot gewesen? Werden wir eh gleich sehen. Nice. Okay, es kann sein, dass das... Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, Gegner ist DC. Okay, also es muss nicht unbedingt sein, dass der Gegner DC ist. Es kann auch sein, dass wir beide gegenseitig getrennt wurden. Kann genauso sein. Ich nehme einfach den Sieg mit, würde ich sagen. GG ist ein bisschen schade, ist es schon, weil er ein wirklich sehr stabiles Team hatte. Ich hätte gerne das Spiel richtig zu Ende gespielt. Ich weiß jetzt selber nicht genau, was passiert ist, aber ja, ein bisschen schade ist es schon. Trotzdem, GG ist an den Gegner. Höchstwahrscheinlich haben wir jetzt einfach beide einen Sieg bekommen. Somit gibt es eigentlich eh nicht viel, worüber man sich beschweren könnte. Es ist trotzdem schade, dass es passiert ist. Und das hier ist unser letzter Gegner. Das sieht ein bisschen nach einem DC aus, weil, und ein Reroller, muss man auch dazu sagen, weil wie kann er 0 GGs, 0 Good Skills, 0 irgendwas haben? Und sein Team ist halt auch... Ma, komm, es ist echt schade, Mann. Also es war mir eh schon klar, als ich den letzten Gegner gesehen habe und sein Team gesehen habe, dass er höchstwahrscheinlich der interessanteste Gegner von allen sein wird. Leider hat es nicht geklappt und deshalb haben wir jetzt einfach nur ein... Ja, ich sag so, wie es ist, ein sinnloses letztes Game für uns. Ich beginne mit Jiren, let's go. Okay, er beginnt mit Goku Freezer. Das kann ich noch blocken. Okay, nice. Blast Attacks kann er jetzt eh nicht blocken, somit machen wir einen Blast Attack. Hier mache ich einen Combo-Drop, weil höchstwahrscheinlich Jiren hier reinkommt. Nein, tut er nicht. Und er greift direkt an. Warum riskiert man sowas? Okay, Jiren sollte jetzt eigentlich eh nicht eine sehr lange Combo... Ja, ich wechsle nicht. Ich hätte vielleicht doch wechseln sollen. Ja, ich froh gerade das ganze Game. Ich muss hier ein bisschen mehr aufpassen. Er wird höchstwahrscheinlich hier bald schon ein Rising oder Ey, komm jetzt! Okay, kein Stress. Also ein Special Move wird es höchstwahrscheinlich nicht sein, weil er schon mit Jiren seinen Special Move eingesetzt hat. Dass er noch eine weitere Green Card hatte, war auch klar. Und es ist noch eine Green Card! Okay, passt! Passt schon. Aber wie schnell hast du gerade den Rising wahrscheinlich gehabt?
Komm, direkt ein Tackle hier. Oh, dieser Clash ist gerade so wichtig. Und deshalb gewinnen wir ihn auch. Sehr schön. Okay, passt. Jetzt wieder alles gut. Sehr schön. Passt. Auch passt. Ich mache hier die Ultimate. Ich erkläre euch gleich, warum. Ihr könnt sehen, Goku braucht noch 3 Zeiteinheiten, bis er reingeswitcht werden kann. Und ich hatte kein Vanish. Deshalb haben wir auch jetzt die Ultimate. Gegner geht so oder so down. Und ich habe mein Vanish wieder. Sein Switch hier war absolut schlecht. Ich habe keine Ahnung, was er getan hat. Weißt du was? Er macht sicher eine Green Card hier. Deshalb mache ich meine Green Card. Ich wusste es. Und somit... Es geht sich sogar aus. Aber das Gute ist, ich kann jetzt wechseln. Und Kawaii geht drauf. Perfekt. Ist sich alles gut ausgegangen. Weil ich habe mich jetzt mit der Green Card gezwungen, einen Tab Attack zu machen. Somit konnte er einen nicht einfach so angreifen, was hier ziemlich gut für mich war. Ich sollte eigentlich schon noch überleben. Außer den Special Move. Dann wird es ein bisschen gefährlich für mich. Aber langsam Tab Attacks machen. Ganz langsam Tab Attacks machen. Und jetzt habe ich sogar sein Vanish raus und Hit kann reinkommen. Perfekt. Was immer mehr. Er hat kein Vanish, ich gehe direkt mit dem Strike Attack rein und sollte es eigentlich damit auch beenden können. Natürlich werde ich hier aber erst ausweichen, weil es war klar, dass er irgendwas haben wird. Und jetzt beenden wir das Ganze mit 2 Strike Attacks. GG's. Normalerweise teile ich ja diese LBR-Tickets gerne auf mehrere Videos auf, weil wir haben es bis jetzt immer so gehabt, dass ich entweder 4-4-2 gemacht habe oder 4-3-3 und so weiter. Aber da ich jetzt für nächste Woche für eine Klausur lernen muss und vor allem morgen der Raid startet und ich den Raid unbedingt früh genug farmen möchte, damit ich meine ganze Konzentration auf meine Klausur setzen kann, habe ich mir einfach nur gedacht, ich spiele jetzt einfach die LBR-Games jetzt sofort durch, habe dann meine Ruhe, muss ich die ganze Zeit an meine LBR-Games denken. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich jetzt direkt die 6 Games hintereinander gemacht habe. Das Ganze sage ich hier extra nochmal dazu, weil es könnte ja sein, dass sich gerade Leute so fragen, warum macht er auf einmal alle Games hintereinander oder so, warum hat er so einen Stress, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Somit haben wir jetzt 9 Coins. Wie immer hole ich als erstes die CC. 300 CC, immer wieder nice. Und dann hole ich die PvP-Nachricht. Und jedes Mal, habe ich euch eh schon mal gesagt, wenn ich Coins übrig habe, dann gebe ich es gerne für Energie aus. Weil alles andere macht gerade jetzt bei mir eh keinen Sinn. Und ja, das wäre es dann eigentlich auch schon gewesen. Viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu zeigen. Dann Leute, wäre es auf jeden Fall von meiner Seite aus gewesen. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und ciao.